Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 7. Oktober. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und wir sprechen heute über die Oberbürgermeisterwahl in Biberach, die Kriegsversehrten aus der Ukraine, die jetzt in Ulm sind, und das Ulmer Münster. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Er hatte ja seine Bewerbung in letzter Minute eingereicht, Martin Kuhnke. Damit hat Biberachs Oberbürgermeister Zeidler immerhin einen Gegenkandidaten bei der Wahl am 18. Oktober. Gestern Abend haben sich die beiden in Biberach vorgestellt. Der Herausforderer Kuhnke hat einen freundlichen, besonnenen, aber auch ein bisschen nervösen Eindruck gemacht. Man hat ihm angemerkt, dass er als studierter Ingenieur und jetzt selbstständiger Dienstleister auf der politischen Bühne einfach nicht daheim ist. Aber man hat auch gemerkt, dass er kein Spaßkandidat ist. Bei der Bewerbung ging es ihm vor allem darum. Wir haben bis auf mich keinen weiteren Kandidaten auf dem Stimmzettel gehabt. Und ich muss sagen, wer Demokratie leben will, muss in Verantwortung gehen, und zwar persönlich. Meine Ideale sind, dass wir uns mit Licht und Liebe begegnen, für Frieden und Freiheit einstehen. Dafür braucht es einen guten Umgang miteinander. Und zwar nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch zwischen den Institutionen mit den Menschen hier in der Stadt vor Ort. Er will also, dass die Biberacher überhaupt die Wahl haben. Er sagt, er steht für Frieden und Freiheit. Einen Schwerpunkt setzt er bei der Mobilität. Er will den ÖPNV gerade im ländlichen Bereich stärken, beispielsweise durch stündliche Verbindungen, auch nachts und am Wochenende. Er will Carsharing fördern, den Radverkehr und Bürgernähe schaffen, zum Beispiel durch ein informativeres Amtsblatt. Zum Schluss sagt er noch, es gehe ihm nicht um einen Kampf mit dem Gegenkandidaten. Vielmehr will er die Stimme von der Straße sein. Und er ruft jeden Einzelnen auf, sich zu engagieren und sich selbst einzubringen. Norbert Zeidler war, wie man ihn kennt, ganz routiniert, selbstbewusst und sympathisch. Er hat Bilanz gezogen über die vergangenen 8 Jahre und sagt, Biberach steht gut da. Man habe ein gesundes Zusammenwirken geschafft und so soll es auch bleiben. Zu tun gibt's viel. Auf der Agenda stehe die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Es wurde mehr in die Kinderbetreuung investiert. Da sind 50 Millionen Euro bis 2026 geplant. Der Umweltschutz ist ein großes Thema, aber auch sein persönliches Steckenpferd. Die Mobilitätswende mit einem guten Radwegenetz, einem günstigen öffentlichen Nahverkehr und einem neu gestalteten Bahnhof. Also da stand gestern Abend ein Mann, dem man angemerkt hat, dass er an seinem Posten so richtig viel Freude hat. Eins hat einigen gestern aber gefehlt. Zeidlers Herausforderer Martin Kuhnke erwähnte nämlich mit keinem Wort die Videos und Bilder, die in den letzten Wochen für Wirbel gesorgt haben. Darauf ist nämlich Kuhnke zu sehen, wie er Ende August mit anderen den Reichstag in Berlin stürmt. Das hatten damals fast alle Parteien sehr schwer verurteilt. Sie sagten, das sei ein Angriff auf die Demokratie. Kuhnke hat darüber mit der Schwäbischen Zeitung gesprochen. Da hat er gesagt, er hätte da überhaupt nicht so ganz freiwillig mitgemacht, sondern musste mit, um sich vor den anstürmenden Horden zu retten. Und sowieso sei es seine Sache, was er privat mache. Und was er in Berlin macht, hat keinen Einfluss auf Biberach. Die Wahl ist am 18. Oktober. Bis dahin bleibt es auf jeden Fall spannend um den Biberacher Oberbürgermeisterposten. Am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus BWK sind in der Nacht 7 Kriegsversehrte aus der Ukraine aufgenommen worden. Sie sind mit einem Intensiv-Airbus über Memmingen ans BWK gekommen. Jochen Löhrs, der Oberarzt am BWK, warum gerade nach Ulm? Ulm hat das Bundeswehrkrankenhaus und wir sind bekannt dafür, dass wir uns mit Verletzungen militärischer Art seit vielen, vielen Jahren beschäftigen. Insbesondere in den letzten 15 bis 20 Jahren haben wir viel Erfahrung in Auslandseinsätzen gesammelt und sind diesbezüglich immer wieder Ansprechpartner für andere Nationen, die Unterstützung brauchen, in diesem Fall Patienten aus der Ukraine. Seit mehreren Jahren schon beauftragt das Auswärtige Amt immer wieder die Bundeswehr, solche humanitären Maßnahmen durchzuführen. Schon Ende letzter Woche ist dann ein Erkundungsteam aus Deutschland nach Kiew geflogen, um die Patienten auszuwählen, die in den deutschen Bundeswehrkrankenhäusern sinnvoll medizinisch versorgt werden können. In dem Fachteam aus Ärzten und Pflegern aus mehreren Bundeswehrkrankenhäusern war auch eine Ulmer Bauchchirurgin. Die muss aber jetzt, wie alle anderen Teammitglieder übrigens, nach der Rückkehr erstmal in Corona-Quarantäne. Ein Patient musste sogar in Kiew bleiben, weil er dort positiv auf Corona getestet wurde. In Ulm erwarten die ukrainischen Patienten jetzt in den kommenden Monaten zum Teil mehrere Operationen, um alte Verletzungen aus kriegerischen Auseinandersetzungen zu behandeln. Diese Verletzungen stammen aber nicht nur aus den Konflikten im Sommer, sondern teilweise auch vom vergangenen Jahr. Die Ärzte im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus haben in ihren Auslandseinsätzen viele Erfahrungen gemacht mit Kriegsverletzungen und diese Erfahrungen können jetzt zum Wohl der ukrainischen Patienten eingesetzt werden. Der Nachrichtenhappen, das Beste zum Schluss. Den Ulmer Münster Wildpinklern wird
der Hahn zugemacht. Die sind vielleicht bald Geschichte. Heute in einer Woche bekommt das Ulmer Münster nämlich eine neue Beleuchtung. An der Süd- und Ostseite, das ist, wenn man draufschaut aufs Haupttor rechts und hinten. Und da wird eine neue Beleuchtung umgesetzt mit Bodenleuchten. Die strahlen dann die Fassade an. Für die Türme und die Dächer muss von außen, also von anderen Gebäuden, gestrahlt werden. Das ist noch nicht umgesetzt. Und die Wildpinkler, die hält es natürlich hoffentlich ab, weil an der rechten Seite vom Münster und auch an der linken sind ja diese Nischen. Und da hat Ulm schon seit Jahren ein Problem mit Wildpinklern, weil die bisher nicht beleuchtet waren. Also bekommt man das hoffentlich jetzt in den Griff. Außerdem wird durch die neue Beleuchtung jetzt der ganze Raum außenrum besser angestrahlt und wird dann auch dadurch ziemlich viel freundlicher. Das Ganze soll kosten ungefähr 700.000 Euro. Also, wenn Sie heute Abend ums Münster rumspazieren und es ist dunkel, dann nächste Woche ist es das nicht mehr. Freuen Sie sich drauf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und wir hören uns morgen wieder. Bis dann!